Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde und Freundinnen des Handwerks, ich glaube, dass einige von Ihnen, auch die nicht dabei waren, gar nicht verstanden haben, ob wir jetzt einen konsensualen Bericht vorgelegt haben oder nicht nach der Rede von Herrn Spieker. Aber seien Sie versichert, wir haben es geschafft, uns zu einigen, und zwar zum Wohle des Handwerks. Und ich muss zugestehen, wenn ich mir das Wahlprogramm von der CDU angucke im Bereich Mittelstand und Handwerk, ist es eigentlich schade, dass ihr nicht auf diesen Bericht gewartet habt, weil dann wäre es nämlich besser geworden. Und ich bin froh, dass wir diesen Bericht vorgelegt haben, einvernehmlich und einstimmig, zum quasi als quasi gutachterische Hingabe in die nächste Wahlperiode, auch mit dem Auftrag, dass die dann bestehende Landesregierung das in ihr Regierungshandeln einwebt, weil das ist sehr viel besser als das, was ich sozusagen im CDU-Original jemals gelesen habe. Und deshalb möchte ich trotzdem Danke sagen. Danke für die Zeit, danke für alles, dass ich lernen durfte, und danke auch für die vielen Menschen, die ich getroffen habe und die mich auch noch mal ein Stück weitergebracht haben. Wir haben uns alle aufgemacht, das Handwerk dabei zu unterstützen, dass es sich an die veränderten Strukturen anpasst. Und wenn man diesen Satz einmal sich noch mal Revue passieren lässt, dann ist es, hört sich das vielleicht auch ein bisschen arrogant an. Wie kann eigentlich ein Landtag, so eine Enquete-Kommission, dem Handwerk, den Spezialisten Handlungsempfehlungen an die Hand geben? Und das war sicherlich auch eine besondere Herausforderung von Anfang an. Denn Handwerker und Handwerkerinnen, sie dämmen nicht nur unser Dach, sie warten nicht nur unsere Heizung, sie kochen regionale Küche mit regionalen Produkten. Sie tragen täglich zum Klimaschutz bei, zur ressourcenschonenden Wirtschaft. Und deshalb war es von Anfang an eine große Herausforderung, und da hat der Präsident Uhlenberg auch recht, eine große Herausforderung, tatsächlich die Dinge herauszuarbeiten, wo man sagen kann, das ist etwas, was wir gemeinsam vertreten können, um das Handwerk wettbewerbsfähiger zu machen. Und in einer Gesellschaft, die älter und digitaler wird, muss auch das Handwerk sich neu verorten. Und dabei haben wir auch alle zusammen festgestellt, dass die aktuelle Konjunkturlage diesen Bemühungen entgegensteht. Und das ist vielleicht ein Widerspruch oder am Ende auch nicht, weil die Konjunkturlage für das Handwerk ist gut. Noch nie ging es dem nordrhein-westfälischen Handwerk so gut wie heute. Und das ist auch immer die Krux, wenn man in die Zukunft denkt, sozusagen die Investitionen in der richtigen Zeit auch zu tätigen, in der Zeit, wo Geld verdient wird, sich herauszunehmen, die Zeit zu haben, sich weiterzubilden, obwohl die Auftragslage, die Auftragsbücher voll sind. Das war sozusagen eine der wichtigsten Botschaften, die wir senden wollten, zu sagen, Handwerk, jetzt wo es euch gut geht, macht euch auf, beschäftigt euch mit den Herausforderungen, gerade der Megatrends wie Digitalisierung, wie demografischer Wandel. Denn wir sehen das Handwerk als Schnittstelle zwischen den Herstellern moderner digitaler Technologien und den Endkunden. Handwerkerinnen und Handwerker sind treibende Kräfte für Innovation, nicht nur im Bereich Bau, Ausbau, sondern auch im Kfz-Gewerbe sowie im Lebensmittelgewerbe oder auch bei allen Produkten des persönlichen Bedarfs. Sozusagen, du kannst dem Handwerk der Handwerkerin gar nicht entkommen. Und Handwerk bringt Zukunft zu dir nach Hause. Und wenn das Handwerk sozusagen nicht in die Lage versetzt wird, dann findet Zukunft bei dir zu Hause nicht statt. Im Handwerk gibt es auch zunehmend Dienstleisterinnen und Expertinnen in allen Bereichen, die die Kundschaft bestens beraten, im Bereich Energie, Gebäude oder auch in anderen Bereichen. Und diese erweiterte Themenvielfalt in der Beratung muss sich auch in dem Qualifikationsangebot für die Beraterinnen und Berater des Handwerks niederschlagen. Und deswegen haben wir auch festgestellt, dass es Ziel sein muss, diese Weiterbildungstage, die momentan vorgesehen werden,
zu erweitern und auch die Möglichkeiten der Weiterbildung vielleicht nicht nur zu beschränken auf die Weiterbildungsangebote, die das Handwerk selber vorhält, sondern auch vielleicht darüber nachzudenken, wie man zukünftig auch Universitäten nutzen kann zur Weiterbildung des Handwerks, weil lebenslanges Lernen wird uns alle zukünftig ein wichtiger Baustein in unserer Karriere, in unserer beruflichen Karriere sein. Und durch den Einsatz neuer Technologien und die digitale Vernetzung von Zulieferern, Herstellern und Kundschaft bei den Produktionsprozessen können Wertschöpfungsketten effizient, ressourcenschonend und ökologisch regional gestaltet werden. Und deshalb wäre es sinnvoll, da haben wir auch hier schon oft drüber diskutiert, innerhalb von Wirtschaftsdebatten, dass es möglich sein muss, dass die digitale Welt und auch die praktische Welt zusammenkommen. Wir müssen neue Begegnungsräume schaffen zwischen den etablierten Handwerksbetrieben und der digitalen Wirtschaft, zum Beispiel mittels Showrooms. Diskutiert haben wir auch ein Zukunftscampus Handwerk. Und Minister Dün und ich hatten das Vergnügen, ein FabLab zu besuchen in der Fachhochschule Niederrhein. Und zwar ist das eine offene Werkstatt, wo Handwerk ganz neu digitale Techniken erlernen kann, sich ausprobieren kann, weiterbilden kann, aber auch ein sogenannter Makerspace ermöglicht an dieser Stelle Kindern und Jugendlichen schon sehr früh dort auch mit der Berufswelt des Handwerks und mit Techniken in Kontakt zu kommen. Das heißt, Handwerk muss neue Wege gehen, die Fachkräfte von morgen zu sichern, und wir haben bereits uns aufgemacht, auch hier während der letzten 5 Jahre Landesregierung das Handwerk da schon zu unterstützen. Und aktuellen Entwicklungen, auch im Bereich der Berufswünsche von Jugendlichen, haben wir so verstanden, dass es keinen Sinn macht, darüber nachzudenken, über das Wort Akademisierungswahn oder wie können wir das Ganze zurückführen. Wenn Sie vor 1 oder 2 Jahren noch in Handwerks- beziehungsweise bei Industrie- und Handelskammern eingeladen waren, gab es noch einen Professor Nida Rümelin, der dort so einen Vortrag hielt. Aber im Grunde genommen haben wir festgestellt, wir müssen auf diese Bedürfnisse der heutigen Jugend eingehen, nach akademischer Bildung. Aber es ist auch eine Notwendigkeit, weil auch die Kompliziertheit dieser heutigen Berufe hat zugenommen. Das heißt, man kann in einer 3-jährigen Ausbildung grundsätzlich manche Handwerke, manche Berufe nicht mehr lernen. Und es ist deshalb Ziel ist, beziehungsweise es muss ein neues Ziel werden, die Ausbildung zum praktischen Problemlöser mit dem Bachelor quasi als theoretischer Problemlöser zu verbinden. Und das wird auch eine Aufgabe sein in der nächsten Legislaturperiode, das auch in der Hochschullandschaft, vielleicht auch in einem neuen Ansatz der Hochschulzusammenarbeit zu implementieren. Und wichtig ist natürlich auch immer das Thema Frauen. Und wir haben schon sehr früh auch als grüne Landtagsfraktion die Frauen des Handwerks beteiligt, mit Recht. Denn es gilt nicht nur diese alte Vorstellung davon, dass es die mitarbeitende Frau, sondern Handwerkerinnen machen sich heute auch selbstständig, haben aber besondere Ansprüche an Vereinbarkeit von Familie und Beruf, an Kinderbetreuung. Und deshalb unterstützen wir auch die Forderung der Handwerkerinnen nach Betriebs- und Familienhilfen für zum Beispiel den Fall der Erkrankung oder auch für den Fall, dass sie ja Angehörige pflegen müssen. Frau Kollegin. Ich komme jetzt zum Schluss. Insgesamt haben wir auch festgestellt, dass wir das Rad nicht neu erfinden müssen. Das hat ja auch Kollege Thiel ausgeführt. Wir haben erfolgreiche Projekte auf den Weg gebracht, wie die Handwerksinitiative 2.0 oder auch den KÜR-Gründungswettbewerb. Das heißt, wir müssen weiterentwickeln oder etwas wiederbeleben, wie die Innovationsgutscheine des Handwerks. Das ist auch ganz klar herausgearbeitet worden. Es bedarf also nicht, wie der Herr Kollege Spieker gesagt hat, einen Neuansatz, sondern im Grunde genommen die guten Dinge, die wir auf den Weg gebracht haben, müssen weitergeführt werden. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Dr. Beisheim, für die Fraktion.